Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und wir spielen Need for Speed. Need for Speed, was soll ich sagen? Haut mir die Tränen ins Gesicht. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Diese unsichtbaren, imaginären Kanten, du bleibst überall dran hängen. Das war schon in Most Wanted so. Das kriegen sie nie weg. Ich weiß noch, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Hier, Need for Speed, Most Wanted. Jeder erinnert sich, wenn sich die Leute das Spiel anschauen und denken, ah, von was redet der? Wenn sie Need for Speed Most Wanted gespielt haben, die werden sagen, das ist das geilste und beste Spiel gewesen dieser ganzen Serie. Es gibt nichts Vergleichbares wie dieses Spiel, mehr vom Spaß, wie du von der Polizei flüchten musst. Du kannst das Auto noch richtig auftunen mit Ausschauen und so weiter. Die Straßen waren einfach tierisch breit. Du hattest nicht nur einzelne Challenges, du konntest über Land rumfahren. Von den Cops richtig flüchten mit Schleichwegen und Unterschlupfen und dann einzelne Herausforderungen, wo du die Gegner im Ranglevel, ihr Schlage, Rangnummer, ich glaube auch 10, 9, 8, 7, 1 und so weiter, bis zum Platz 1 ging das. Und dann hast du, wenn du gewonnen hast, hast du dir sein Auto gekriegt. Du hast mit allen Autos fahren können, alle Autos tunen können. Das war, also Most Wanted war mit Abstand das beste Spiel überhaupt. Aber da gab es die unsichtbaren Kanten auch schon. Die Kurve ein bisschen mehr geschnitten am Bürgersteig. Bäume hast du umfahren können und so weiter. Aber eine Kante am Bürgersteig, da bleibst du hängen und hast das Rennen verloren. Das ist hier leider auch. Und ganz schlimm ist es Eddies Challenge. Also Eddie, den würde ich mal gern, du, der kriegt von mir was zum Hören, kennenlernen. Aber das ist ja ein Mist. Also was du da alles machen musst. Dann die Autos rüstig gar nicht mehr mit Nitro aus, dass du halbwegs schnell fahren kannst, egal wie schnell du fährst, egal welches Auto du hast. Die sind immer schneller wie du, immer. Die sind, und wenn du Nitro gibst, machen die auch Nitro, dann sind die gleich schnell wie du. Einmal kurz anecken und das Rennen ist vorbei. Das ist, ich kann mich schon gar nicht mehr konzentrieren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Versuche ich gehabt habe. Das ist die Challenge Nummer 13, 15 gibt es an der Zahl. Und mit 15 bist du dann fertig, dann kannst du dann gegen den Eddie selber fahren und dann gewinnst du sein Auto. Es ist ein Nissan GT-R, aber die Autos, also die, ich weiß gar nicht, was die sich gedacht haben, die Bullen, wenn sie überall rumstehen, die Leute, wie sie fahren, also so gesehen ist das Spiel schon gut, aber es, also ich habe schon Besseres gespielt, wo ich mit Leuten, wo ich geredet habe, die was auch viel Fahrspiel spielen, die sagen genau das gleiche. Most Wanted, bringt bitte eine Neuauflage von dem Most Wanted 1:1 für die Xbox One. Also das wäre ein Traum, also das würde ich kaufen und zwar sofort. Das war einfach geil. Ja, das dazu, aber das tut dem Ganzen nichts ab. Also man kann das Need for Speed schon spielen, es ist halt etwas nervig mit dem ganzen Rumgerutsche und so weiter. Jetzt ist es gleich vorbei, wir haben es tatsächlich geschafft, glaube ich, ich bin immer noch Erster. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich wünsche euch viel Spaß, haut rein. Und immer schön rutschen, notfalls Handbremse. Viel Spaß. Ciao, euer Wookie.